Einen wunderschönen guten Tag hier von der Musikmesse in Frankfurt 2014 hier auf musikmachen.de. Neben mir steht der Dankmar von Focusrite und wir sehen was ganz Tolles Neues. Es sieht super geil aus, fühlt sich super schön an und heißt Rednet D16. Genau. Genaueres erzählst du mir mal dazu. Ja, vielleicht ganz kurz erstmal hallo Max. Ganz kurz zur Serie. Focusrite Rednet ist Audio over IP, unser neues High-End-Wandler-System, was basiert, wie man hier oben sehen kann, auf Ethernet-Verbindung. Also es geht alles nicht mehr über Firewire USB, sondern über Netzwerk. Will ich nicht zu tief reingehen, wenn ihr Lust habt, ihr seht gerade, hier sieht man Rednet Control, man kann alles per Software ferngesteuert bedienen. Sachen können in unterschiedlichsten Räumen stehen. 70 Kilometer weg, also es sind eine Menge Sachen möglich, aber zu den News, D16, ich zeige euch das gerade mal, das neue Interface ist ein 16-fach AES-EBO Interface, es gibt Wandler, es gibt Digital-Interfaces, MIG-Preamps, es gibt ein Pro Tools-Interface MADI und jetzt in Ergänzung AES-EBO. Weshalb AES-EBO? Ganz viele von euch werden wahrscheinlich wissen, dass Effektgeräte, Mischer, Wandler, mit AES-EBO arbeiten, Master Recorder. Deshalb gibt es da immer wieder Nachfrage. Das war der Grund, weshalb wir gesagt haben, wir machen dieses AES-EBO-Interface. Wenn man sich das mal anguckt, natürlich auch, wie Max schon gesagt hat, sehr formschönes 1HE-Gehäuse in sehr schönem Rot. Ihr seht hier, wir haben für die AES-EBO-Verbindung, für die In-Outs, Sub-D25-Verbindungen, auf die wir gehen und wo ihr dann entsprechend wieder mit euren AES-EBO-In-Outs rausgehen könnt. Wir haben on top hier ein AES-EBO-In, wo ich entweder mit Digital Audio oder ein DAR-Signal, also Digital Audio Reference Signal, drauf gehen kann. Wir haben SPDIF, Word Clock, mit dem wir noch arbeiten können. Und ihr seht hier besonders, wir haben zwei Dante-Verbindungen. Weshalb zwei? Das ist das erste Interface in der Serie, das redundant fährt. Das heißt, ich kann wirklich zwei Netzwerkstreams fahren. Fällt ein Netzwerkstream aus, wird nahtlos auf den zweiten geschaltet. Will ich mehrere Devices verbinden, kann ich Daisy Chain hier mit einem Kabel reingehen, hier raus und einfach in den nächsten Device rein. Das Teil wird voraussichtlich kommen, das D16, im Juni diesen Jahres. Street Price wird so roundabout 14,99 sein. Ihr habt es gehört, Focusrite ist auf jeden Fall mega up to date und klingt gut, sieht super aus. Ist natürlich wunderschön, wie du schon gesagt hast. Auf jeden Fall. Also vielen Dank, Dankmar, wir sind raus. Gerne.